Moin Leute, schön, dass ihr wieder reinschaut zum Let's Play von Illusion of Time. Oder auch Illusion of Gaia, die englische Fassung. Part 5, Leute, wir sind gerade in den Inka-Ruinen angekommen. Hier heißt es Geheimnisse lüften, Schätze finden. Was sollte man sonst bei den Inka-Ruinen machen? Und hier gibt es natürlich Gegner. Wir sind jetzt in Friedan verwandelt. Und müssen Dinge tun. Let's go, schnetzeln. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Aha, Friedan ist stark. Tatsächlich ist das so, mit jeder Form, die man hat, verstärkt sich einfach unsere Kraft um das Doppelte. Wir sind jetzt einfach doppelt so stark. Und jetzt haben wir einfach mehr Verteidigung. Sehr schön. So, gucken wir mal hier. Karajulf. Der Wind im Tal pfeift eine Melodie. Sie scheint von dem riesigen Kopf zu kommen. Melodie des Windes. Du hast die Melodie des Windes erlernt. Komischerweise geht das hier vom Text ja auch sehr schnell. Aber ich glaube, wenn man als Will gespielt hätte, jetzt nicht als Freedom wie jetzt hier, glaube ich sogar, hätte Will dann diese komplette Fanfare bekommen. Ja. So, hier gibt's kein Boost. Okay. Dann gehen wir einfach weiter, Leute. Einfach weitermachen. Das ist, glaube ich, auch einer der wenigsten Orte, wo es nach Besiegen der Gegner nichts gibt. Aber auch das Einzige. Also mir fällt jetzt nichts ein. Mir fällt da wirklich nichts anderes ein. Nee. Ist einfach nicht. Ist einfach nicht. So. Und jetzt kommen wir hier auch einfach dran. Und der Weg ist offen, Leute. Und let's go. So, hier gibt es noch 5 Gegner insgesamt. Ich finde das gut, dass man das mit Hilfe... Naja, es ist nicht direkt eine Karte. Aber ich sag dazu Karte. Einfach abchecken kann, wo in etwa die Gegner sind. Ja. Hilft ungemein. Au. Habe ich mich einmal nach oben gedreht? Das wollte ich eigentlich nicht. Ah, Lebensenergie hat sich erhöht. Ah, mit den Original... Bartwitch, Original, alles. Das ist so nice. Ich mag's, ich mag's. Das hat so ein bisschen Nostalgie. Das ist alles, alles perfekt, Leute. So, hier gibt es 21 Gegner. Aber hier gibt's Statuen. Die können zum Leben erwacht werden. Und ja, als Friedan hat man leider nichts anderes drauf. Das ist halt so ein bisschen lame. Einfach nur draufknüppeln. Einfach draufknüppeln. Aha. Sehr schön. Okay. Wunderbar. So, dann lass mal kurz hier noch schauen. Ah, guck mal, hier ist noch so eine Statue. Ah. Für einen neuen Weg. So, gibt es sonst noch irgendwas hier? Nein. Gut, dann müssen wir jetzt hier den Jump nehmen. Au, ja. War hier was? Okay. Käme mir etwas komisch vor, deswegen. Aber es Geräusche halt, ne? Geräusche. So, auch da unten gibt es vielleicht so Statuen. Auch die müssen wir wieder bekämpfen. Aber ich nutze die Karte eigentlich ganz gern. Ich will mal ganz kurz nachschauen, weil hier gab es doch auch viele Secrets. Also je weiter man kommt, umso mehr Secrets kann man auch wieder verpassen. Das ist halt... Ah, ist auch so ein bisschen mit dem Randomizer. Man lernt doch das eine oder andere. Aber im Randomizer ist halt der Laufweg auch nochmal manchmal ganz anders. Heilkräuter. Wie viele Items haben wir schon? Oh. Ja, wie gesagt, schon mal. Item Management ist hier echt das A und O. Wir müssen echt klarkommen, wie wir hier durchziehen wollen. Ich glaube sogar, dass wir gar nicht alle Heilkräuter nutzen können. Also speichern können. Der schmeißt Speere. Oh, komm, stirb.
Aha, wir haben schon fast 2 Leben. Hier Gegner noch. Okay, Leute. Ich will mal ganz kurz gucken. Kann man die? Ja, man kann die ziehen. Weil die haben nämlich das, den Gimmick. Du musst die erst alle hierher so ziehen. Beziehungsweise, naja, muss nicht herziehen, aber. Die aktivieren sich erst, wenn man den einen Schalter da aktiviert. Und ich will mal testen, ob das so funktioniert, ob man die jetzt mit einmal quasi snacken kann. Aber man merkt schon, die Frames, die gehen richtig runter dabei. Konsole muss arbeiten. Oh, Defense. Aber so geht das schön schnell. Die Abwehr hat sich erhöht. Sehr schön. Und damit habe ich jetzt 2 Leben. Also ich würde sagen, läuft eigentlich ganz gut. Also, ja, doch, das läuft ganz gut. Alter, das Vieh. Heftig. So, was haben wir hier hinten? Oh, wir werden stärker. Und wir kriegen eine neue Abkürzung nach oben, die wir eigentlich niemals wieder nutzen. Gut, wir müssen das vielleicht andersrum sehen. Vielleicht kommen dann unsere Freunde dann hinterher. Das müsste man vielleicht eher so rumsehen. Aber merk schon, ich bin ein bisschen geskillt. Ich meine, ja, es gibt immer noch so Flüchtigkeitsfehler, die passieren einfach. Weil ich spiele hier auf der PAL-Version. Da ist man noch mal ein bisschen langsamer unterwegs tatsächlich. Auch wenn man das jetzt so eigentlich nicht mitbekommt, aber so... Wenn man das Ding selber spielt, und man kennt den Randomizer, dann merkt man das doch schon. Finde ich. Ich hätte das auch besser positionieren können. Naja, gut, ist jetzt egal. Aua. Autsch. Vor allem, die können einfach mal eine Welle mit so Feuer machen. So, hier gibt es auch 4er-Pack-Gegner. Genau. So, jetzt müssen wir rennen. Genau, wir müssen jetzt eigentlich, glaube ich, da hoch. Aber erstmal... Na, verständlich, was wir hier machen. Wir wollen schließlich stärker werden. Oh, Lebensenergie. Ja, manchmal bekommt man auch so Orbs, wo man einfach Lebensenergie bekommt. Aber nach allen Gegnern kriegt man hier an der Stelle sowieso alles an Lebensenergie wieder aufgefrischt. Also, Dann lass mal hier rein. Genau. Hier ist noch so ein... Noch ein... Du findest eine Art Buch. Notizen über die Inkas. Die hinterließen keine geschriebenen Nachrichten, sondern nur Melodien. Ich habe es geschafft, die Melodie des Windes zu entschlüsseln. Sie erzählen von einem Treffen im goldenen Raum. Okay. Die Melodie, goldener Raum, Leute. Das müssen wir merken. Ja, was heißt merken, also... Oh, da kommst du schon angerollt, die ganze Fußbälle hier. Ein rotes Juwel. Genau, das können wir ja direkt einsetzen. Sehr schön. So, da drüben gibt es noch Gegner. Die wollen wir uns doch gleich abholen. Dann werden wir noch stärker. Ich wüsste gerne, was wir dann kriegen. Was wir dann immer so bekommen, das weiß ich leider nicht auswendig. Das ist auch etwas, was ich mal wieder herausfinden muss. Aber auch beim Randomizer, das ist halt auch alles unterschiedlich. Deswegen habe ich das halt nicht so im Blick. Aber wir werden stärker. Wir kriegen einfach mehr Damage. So, tatsächlich ist es so, wir müssen jetzt wieder zurück zu Will werden. Deswegen machen wir das auch einfach. Das sind einfach so die ganzen Dinge, die habe ich alle im Kopf. Ja, ich weiß Bescheid. Ich habe hier einfach den Masterplan. Oh mein Gott. Ah, bist du verwundet? Ja, speichern. Oh. Okay. Nichts. Wir kriegen nichts. Keine Hinweise, kein gar nichts. Ich hätte jetzt wirklich erwartet, dass Gaia irgendwas sagt, weil jetzt kommt nämlich so ein Part gleich. Der müsste eigentlich erklärt werden.
Nämlich hat das was mit diesem goldenen Raum hier zu tun. Ich will mal ganz kurz was herausfinden. Ich weiß nämlich jetzt nicht, ob es hier da oben so Secret-Räume gibt. Ich will das einfach mal kurz herausfinden. Okay, hat sich schon erledigt. Gut, tatsächlich, ich weiß ja, welche Steinplatte das ist. Wir müssen hier drauf sein. Normalerweise ist das ja nicht so. Also normalerweise hast du keinen Plan, wenn du das erstmal spielst. Und du musst eigentlich diese Melodie spielen. In diesem Raum. Und die eine Plattform, die jetzt gleich anfängt zu leuchten, da müssen wir draufstehen, eine Zeit lang darauf warten. Ja, wir müssen tatsächlich darauf warten, bis eine Tür sich öffnet. Auch hier im Randomizer, da ist die Plattform sonst irgendwo. Wenn du die Musik nicht hast, kannst du dich echt dumm und dämlich suchen. Ah, sogar hier drüben. Oh, oh, ganz knapp daneben. Hätte ich mich hier jetzt komplett random einfach da oben hingestellt, hätte ich ewig gewartet. Und ja, wir müssen hier warten und schon öffnet es sich. Ah, sehr schön. Und ja, hier sind wir schon am Ende, Leute. Denn hier brauchen wir nämlich die Inka-Statuen. Inka-Statue A auf dem Sims. Auf dem Kopf. Eine Statue auf dem Kopf. Eine Kopfstatue auf dem Kopf. Eine Statue. Keine Ahnung. Und es tut sich was. Genau, was wir jetzt noch tun werden, ist noch schnell stärker zu werden, weil ich möchte es gerne mit Free dann machen. Lass mich mal ganz... Nee. Das möchte ich schon absichtlich machen. Und damit ich nicht aus Versehen ein Heil-Item einsetze, ja. Weil das kann nämlich ganz schnell passieren. Drückst du einmal jetzt die falsche Taste, hätte ich jetzt einfach gesnackt. Ich wollte zufrieden werden. Das habe ich jetzt gerade komplett vergessen. Nachdem ich das erklärt hatte, dachte der Sortiererei. Ah, schlimm. Auf zufrieden! Warum machen wir das Ganze? Ganz einfach. Wir stehen gerade kurz vor einem Boss. Höre meine Ratschläge. Ein gigantischer Gegner wird sich dir entgegenstellen. Verletzt du ihn, schießen Lichtstrahlen aus seinem Kopf. Verstecke dich hinter ihm, wenn du verletzt bist. Es ist so irre. Wird dir einfach erklärt, wie du seine Angriffe einfach ausweichst. Aber ist auch wichtig, ja, es ist interessant. Aber was auch wichtig ist, das hier zu erklären. Ja, du musst dich einfach da so hinstellen. Und jetzt kommt der Wind. Juhu, boink. So, dann wollen wir mal hier rein. Und da kommt unser erster Gegner. Der nennt sich Kastus. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ist mir auch egal. Ah, hier merkt man richtig, dass man einfach nur die PAL-Version spielt. Oh, so langsam. Ah, schade. Das hätte man auch gut one-shotten können. Man hätte das tatsächlich one-shotten können. Hä? Boah, dass das gerade einfach an mir vorbeifliegt. Auch nicht schlecht. Oh, 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 oh! Und tschüss. Hätte man alle Gegner jetzt nicht platt gemacht und man hätte den besiegt, hätte man alle Boosts auch hier an dieser Stelle mit einmal bekommen. Nachdem der Dämon verschwindet, kehrt Will in seine ursprüngliche Gestalt zurück. Man hätte das Ganze auch als Will machen können, allerdings, obwohl, weiß ich nicht, kann man... Hat man denn eigentlich die Reichweite? Oh, das ist ein Randomizer, spiele ich normalerweise mit Freedon. Das ist so eine Idee, die müsste man sich echt mal ausprobieren. Also ich meine, bei Randomizer ist alles möglich, ja. So, wir müssen jetzt hier runterjumpen.
Donk. Das goldene Schiff? Ist dies das Goldschiff der Inkas? Was ist das? Ich spüre, dass jemand hier ist. Ja. Schaut, der König ist zurückgekehrt, aber er ist viel jünger als zuvor. Hä? Was? Wie? Wo? Warum? Wieso? Was? König? König, mein König, ihr seid am Leben. Warum nennst du mich König? Ja, das wüsste ich eigentlich auch ganz gern. Mein König, ihr seid am Leben. Nun können wir die Segel setzen. Die Königin ist in ihrem Gemach. Tut ihr die frohe Nachricht kund. Recht glückliche Begebenheiten. Wir haben lange auf euch gewartet. Ich glaube, die haben so lange auf den König, den eigentlichen König gewartet. Oh, König, ihr schaut euch das Schiff an? Ich dachte, ihr seid müde. Aber schaut euch nur um. Nur in Ruhe um. Schlafen könnt ihr immer noch. Ja, genau. In Ruhe erstmal umschauen, Leute. Warum sollten wir fliehen? Dies ist unser Heim. Die mystische Statue ist in dieser Statuelle. Statuette. Das Schiff ist wieder bereit zum Auslaufen. Mit zum Krähennest. Von dort kann man das Schiff auslaufen sehen. Okay. Aber erstmal wollen wir uns unsere Statue. Eine mystische Statue. Und ja, das ist unser Startmenü. Hier sehen wir auch, wir müssen 6 Bosse besiegen. Einfach nice. Einfach großartig. Ich finde es gut, dass wir mit dem einen Boss relativ gut vorangekommen sind. Durch die Dunkelheit scheint ein helles Licht, das vom Höhleneingang kommt. Als das Schiff seine Segel setzt, wird das Licht zum Zeichen erreichter Freiheit. Okay. Interesting. Ah, ihr seid am Leben. Gut. Sicher wisst ihr schon, dass ich es bin, die seit langer Zeit die Windstatue beschützt. Es ist die Statue, die euch die Götter als Belohnung gaben. Sie ist in der Juwelenstatuelle im Lager unter uns. Seht selbst nach. Ich habe schon eingesammelt, danke. War noch immer trägt die Königin den Ring, den sie einst vom König erhielt. Er gab ihr den Ring, kurz bevor sie den Angreifern getrennt wurde. Seit diesem Moment dachte sie an nichts anderes als an ihn. Oh. Eigentlich süß. Genau, so. Jetzt kommen wir nach oben. Ach, der König ist zurück. Er ist jetzt auch viel jünger. Ja, 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 ja. Ja, ganz schön weit nach oben hier. Kleiner König, schaut, das Schiff fährt aus der Hülle heraus. Oh ja. Nach Ewigkeiten der Dunkelheit ist das Licht wieder Beginn eines neuen Lebens. Wie nur kamen die Tyrannen auf die Idee, eine so schöne Welt zu zerstören? Ja, gute Frage. Und wir können tatsächlich von hier oben einfach runterjumpen. Es ist so brutal. Es ist so brutal. Naja, gut. Die sagen leider auch nichts anderes, deswegen, Ja, und unser Plot ist jetzt tatsächlich, wir müssen schlafen. Ein tiefer Schlummer überwandte mich und entführte mich in einen Traum. Bei der Musik instant Gänsehaut bekommen. Oh, Leute. Mutter? Mutter Shira. Schaue zum Himmel und bewundere den Kometen. Nach all den Jahren nähert er sich nun der Komet der Erde und verschwindet dann wieder. Einige sagen, es ist ein guter Stern. Andere reden von Apokalypse. Was meinst du, ist es? Es ist die Apokalypse. So sei es denn. Lass uns hoffen, dass der Stern uns verschont. Will, ich werde immer über dich wachen. Okay. Und wir wachen auf in einem kaputten Schiff.
Will, wach endlich auf. Und Dank. Hallo, Leute. Wie ist es die Stätte der Inka? Der alte Mann im Dorf sagte uns, wo du zu finden bist. Er prophezeite, dass du allein auf dem Meer treiben würdest. Und wie seid ihr hierher gekommen? Ah, du hast dich merkwürdig verhalten, also folgte ich dir. Ich durchquerte ein merkwürdiges Dorf. Urteile nicht zu früh, ich wurde dort geboren. Das ist aber merkwürdig, es ist doch unsichtbar. Will, das nächste Mal gehst du nicht, ohne uns vorher zu informieren. Hab ich doch. Freunde, wir müssen doch zusammenhalten. In guten und auch in schlechten Zeiten. Wahre Worte. Dies ist die Stätte der Inka. Ah, warte. Lass uns erstmal kurz rausgehen, weil ich glaube, wenn wir hier weiter nach rechts gehen, hätten wir jetzt, glaube ich, was getriggert. Am Bord des Schiffes habe ich ein seltenes Juwel gefunden. Ich schenke es dir. Rotes Juwel. Genau. Das ist auch ein Juwel, den kann man so schnell verpassen. So schnell und so leicht. Ganz doll fies. Ich war überrascht. Oh, du bist es. Mach dir bitte keine Angst. Mach mir bitte keine Angst. Oh, heftig. Okay, Leute, aber unser Part ist schon wieder fast vorbei, oder? Leider gibt es hier gerade keinen Speicherpunkt. Deswegen ist das ein bisschen doof. Und der Part, der danach gleich kommt, der wird ein bisschen länger dauern. Ah, oh nee, man kann da nicht mal eben schnell runterjumpen. Na gut. Dann gucke ich mal erstmal ganz kurz nochmal hier runter. Ja, auch hier gibt es einfach gar nichts mehr, ja. Ja, alles geplündert, alles weg. Alles eingesammelt. Okay, Leute. Würde ich sagen, ich gehe nochmal eine Runde schlafen. Bonk. Ja, schön wär's. Ich danke fürs Reinschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss.